Der 52-jährige New Yorker Kenneth Goldsmith betreibt eine der reinsten Formen der Prokrastination, die Poesie. Aber er ist kein gewöhnlicher Dichter. Für ihn ist jedes Wort von Bedeutung. Wie in seinem letzten Werk Soliloquy, für das er alles zu Papier gebracht hat, was er in einer Woche gesagt hat. So viel Radikalität generiert Bewunderung bei seinesgleichen. Ergebnis: 40.000 Follower auf Twitter und eine Reise nach Paris, anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches. Alles schön und gut, Kenneth. Aber warum suchst du dir keinen vernünftigen Job? Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort auf diese Frage habe. Ich denke, Künstler finden immer einen Grund zu prokrastinieren, und ich finde diesen Gedanken wundervoll. Ich liebe das Prokrastinationskonzept. Prokrastinieren darf man nirgendwo sonst. Künstler verbringen unglaublich viel Zeit mit Prokrastination, also damit nicht das zu tun, was sie sollten. Und ich glaube, das ist der fruchtbarste Boden für Ideen. Prokrastination, Müßiggang und Nichtstun. Hello everybody, please have a seat. Welcome to the White House. Yeah, the power of poetry is that everybody experiences it differently. There are no rules for what makes a great poem. Understanding it isn't just about metaphor or meter. Instead, a great poem is one that resonates with us, that challenges us, and that teaches us something about ourselves and the world that we live in. Für einen bekennenden Faulpelz ist Kenneth viel unterwegs. 2011 lädt Barack Obama ihn ins Weiße Haus ein, um die amerikanische Dichtung zu feiern. Als erster Preisträger unter den Dichtern des New Yorker Museums für moderne Kunst trifft man ihn dort manchmal an, wenn er seine Kunst vor Ort ausübt. Und im Internet arbeitet der Poesieprofessor an der Universität von Pennsylvania an der methodischen Archivierung der europäischen avantgardistischen Kunst. Bei Obama geht er auf Provokationskurs. Als Hommage an ein Gedicht von Walt Whitman über die Brooklyn Bridge verliest Goldsmith sämtliche Verkehrsmeldungen eines ganzen Jahres zu der New Yorker Brücke. The East Side delays begin at the Triborough. It's pretty much one long line now all the way to the Battery. The West Side delays to the Battery. Back at the Boat Basin at 79th Street, we've got a ton of interior traffic in Midtown. 7th Avenue, Times Square, that's the delay. That's where it's all going. It's coming out of Central Park, Broadway, and 8th Avenue are going to be impacted by that. On the East Side, the side streets are packed through the 40s and 50s, and that's why 1st, 2nd, 3rd, and Park Avenue right now are an absolute mess. So trying to get around Midtown just like yesterday is not going to be easy at all. Die schönen Seiten eines Telefonbuchs sichtbar machen, das ist Kenneth Hobby. Vor 10 Jahren transkribierte er bereits eine Ausgabe der New York Times in seinem Werk Day. Eine Prosa der Nicht-Kreativität, die er in seinem Buch Uncreative Writing erklärt. Kreativität ist zum Klischee geworden. Jeder will kreativ sein, was dazu führt, dass der Kreativitätsbegriff extrem unkreativ geworden ist. Heute ist es umgekehrt. Kreativität ist unkreativ geworden. Warum sollte also nicht das Unkreative zur neuen Kreativität werden? It is possible to be both inauthentic and sincere. I used to be an artist. Then I became a poet, then a writer. Now, when asked, I simply refer to myself as a word processor. Nach Goldsmith hat die Kunst mehr mit Technik zu tun als mit Künstlern. Das, was als Kunst betrachtet wird, ist demnach nichts anderes als Fließbandarbeit, wie die 800 Hits, deren Lyrics Kenneth 2002 leicht verändert hat. This is the dawning of the age of malaria. 2. Another one fights the dust. 3. Eyeing little girls with padded pants. 4. Teenage spacemen. We're all spacemen! Weather ist der erste Teil einer Trilogie, für die er ein Jahr lang Wettervorhersagen, Verkehrsberichte und Sportnachrichten studiert.
Well, for too long, the air felt like it was coming from Greenland, but from today it's coming from Shamrock, Texas, Cloverleaf, and also Greenville, South Carolina. It's going to be mild, 64, partly cloudy tonight, low 48. Tomorrow, partly sunny, high 57, chillier with winds on Wednesday with cloud and sun, high 46. It's likely to rain on Thursday, currently in Midtown, 49 degrees, relative humidity 83%. I fell in love with words. Ich habe mich in Worte verliebt und begann, sie auf Skulpturen zu setzen. Irgendwann fragte ich mich, warum verbringe ich so viel Zeit mit dem Fertigen der Skulptur, wo ich doch längst weiß, welche Worte ich draufschreiben will. So wurde ich Textkünstler. Textkünstler arbeiten mit Texten und einer Wand. Und dann dachte ich, warum muss das Zeug unbedingt an die Wand? Warum kann es nicht einfach im Computer leben? Und so wurde ich zu einer Art Poet des 21. Jahrhunderts. I always joke with my students that poetry couldn't be as hard as they think it is, because if it were as hard as they thought it was, poets wouldn't do it. Really, they're the laziest, stupidest people I know. They became poets in part because they were demoted to that job. I find the idea of recycling language to be politically and ecologically sustainable, one which promotes reuse and reconditioning as opposed to the manufacture and consumption of the new. It's an attitude that counteracts rampant global capitalist consumption by admitting that language is not able to be owned or possessed, that it's a shared resource.